In diesem Video geht es auf Online-Physiotherapie, um eine ISG-Blockade und wie man diese ISG-Blockade selber lösen kann. Ich zeige dir gerade mal hier am Skelett, wo das Iliosakralgelenk liegt. Wir haben hier die Wirbelsäule und wenn die Wirbelsäule endet, geht es weiter mit dem Kreuzbein hier und dem Steißbein und die Verbindung von diesem Kreuzbein zu den Beckenschärfen links und rechts. Da befinden sich die Iliosakralgelenke und wenn es dort eben zu einer Störung kommt, vor allem zu einer Blockierung, dann versuchen wir diese zu lösen und da haben wir zwei ganz schonende Techniken, die ich gerade mal zeigen möchte. Bei der ersten Übung machen wir es so, wir nehmen eine Faust, die eigene Faust dann. Wir gehen davon aus jetzt, dass das rechte ISG, Iliosakralgelenk, blockiert ist, keine Beweglichkeit hat. Wir nehmen die rechte Faust und gehen mit der rechten Faust hier im Bereich von diesem Becken, von der Beckenschaufel. Dort wird die Faust angelegt. Biggie, du darfst die Kamera drehen. Die Biggie macht mal mit ihrer rechten Hand eine Faust und geht genau in diesen Bereich. Jawohl. So ist gut. Da achten wir drauf. Also die Faust darf nicht hier oben im Rücken liegen, sondern wirklich im Bereich von dieser Beckenschaufel. So ist sie perfekt positioniert. Gut. Und jetzt drehst du dich mal seitlich. Am besten, sie machen es auch so an einem Tisch. Stützen sich mit der linken Hand so fürs Gleichgewicht etwas ab. Die rechte Faust bleibt so drin. Und jetzt beginnt die Biggie mit dem rechten Bein zu schwingen. Und es soll eine ganz lockere Schwingbewegung sein. Und jetzt ist das wichtig, jedes Mal, wenn das Bein nach hinten schwingt, dann kommt vor allem der Gegendruck von dieser rechten Faust nach vorne. Eine Gegenbewegung. Und somit bringt man Beweglichkeit in dieses rechte ISG. Und so macht man einige Wiederholungen. Immer der Schwung bleibt ganz, ganz locker mit dem Gegendruck von der rechten Faust. Bei der zweiten Übung geben wir einen Druck ebenfalls, aber jetzt ein bisschen an einer anderen Stelle. Vorher haben wir gedrückt hier im Bereich von dieser Beckenschaufel und jetzt geben wir einen Druck auf das Kreuzbein. Das heißt, das war nochmal das Kreuzbein mit dem Steißbein und jetzt muss der Druck hier im unteren Bereich des Kreuzbeins sein, relativ tief. Dort möchte man Druck ausüben, relativ weit unten und das zeigen wir gerade mal. Du darfst dich stellen. So, die Biggie macht eine Faust. Genau, jetzt hat sie ja richtig geformt, die Hand, und lehnt sich jetzt so an die Türzarge mit der anderen Hand fürs Gleichgewicht, stützt sie sich ab und jetzt hat sie ihre Faust eben tief unten im Kreuzbein. Gut, und jetzt ist das Prinzip gleich. Sie beginnt zu pendeln und dieses Mal bearbeiten wir in erster Linie das linke Iliosakralgelenk. Jawohl, und sie schwingt auch wieder relativ locker, wobei immer der Schwung nach hinten, das ist das Wichtige. Und so wurden auch einige Wiederholungen gemacht, ganz schonende Möglichkeit. Wenn es mit der Faust zu schwierig ist, dann kann man es genauso machen mit einem Ball, mit einem Tennisball oder mit einem Faszienball. Ich habe mal einen Faszienball. Und wie gerade eben vorher erklärt schon, an dem Skelett kommt auch der Faszienball tief unten auf das Kreuzbein. Also ganz wichtig, nicht in die Lendenwirbelsäule legen, sondern wirklich unten, tief unten ins Kreuzbein. Das Prinzip bleibt dasselbe. Gut, und man schwingt wieder. So locker wie möglich das Bein mit Betonung des Schwungs nach hinten und macht so seine Wiederholung, kann so wunderbar sein ISG, sein Iliosakralgelenk, wieder frei beweglich bekommen. Ich denke, jetzt hast du zwei gute Möglichkeiten, auf eine ISG-Blockade einzuwirken und
Ich weise nochmal darauf hin, dass wir noch ein zweites Video haben, ebenfalls zum Thema ISG-Blockade. Bis zum nächsten Mal.